Ja, meine Aufgaben sind sicher je nach Abteilung unterschiedlich. In der Frismontage geht es mehr um zu installieren, Kabel verlegen. Auch bei Schaltschranken ist es mehr Einstecken für Drähte. Und halt im Electrical Engineering oder im Labor ist es mehr Schema zeichnen, projektieren und Sachen überlegen, wie man etwas lösen kann. Was mich sehr darauf gefreut auf die Lehre, ist, dass ich etwas Mechanisches mache. Und dass ich am Abend nach dem Herstall sehe, das habe ich auch gemacht. Ich habe etwas geleistet. Man macht nie das Gleiche die vier Jahre lang, man wechselt immer ein bisschen. Wenn man irgendetwas hat mit der Schule, hier gibt es immer jemanden, der helfen kann. Am Schluss, am Feierabend, vor allem in der Endmontage, wenn man so vor der Maschine steht und man gerade im Betrieb hat, sie schleift, sie kann das machen, was sie gemacht ist. Man hat ihr weit Bewegungen gegeben, alle Achsen fahren, nur wegen ihm. Und man stellt sich dann so vor, dass sie aus in die Welt geht, zu einer Firma, die sie für irgendein hochgenaues Teil brauchen, für ein Flugtriebwerk oder möglichst effizienten Motor. Und dann merkt man einfach, man hat das jetzt gut ermöglicht gemacht, dass das gemacht wird.